Was sollen die Trommeln, Schieber? Ganz Saarland dröhnt. Haltet mich nicht auf, Proktor. Ich muss aufs Stadthaus. Aber warum denn der Lärm? Ist ja, als zittere die ganze Stadt. Es wird Gericht gehalten, Proktor. Gericht? Über wen? Man merkt ihr Wunder am Wald. Hexerei ist in der Stadt. Hexerei? Darüber wird Gericht gehalten. Und ich bin Schreiber dabei. Bei uns am Wald kennt man doch keine Hexen. Sagt das nicht, Proktor. Eure Abigail hat mit den Mädchen nachts im Walde getanzt. Abigail? Und sie haben Tote beschworen. Das ist doch nicht wahr. Ihr kennt eure ehemalige Magd schlecht. Aber sie ist doch keine Hexe, Chiba. Natürlich ist sie keine Hexe, aber sie bezeugt, dass es Hexen gibt. Sie führt die Mädchen zu Gericht, damit der Unterstatthalter sie nach Recht und Gesetz verhören kann. Der Unterstatthalter ist in Saarland? Freilich. Wir haben einen großen Prozess. 14 Frauen sind schon vernommen worden. Ja, aber was hat Abigail damit zu schaffen? Ich sag ja, sie ist, die die Mädchen vor Gericht bringt. Da sagen sie aus, wer ihnen als Hexe erscheint und wer sie quält, dass sie keine Ruhe finden und nachts im Wald tanzen müssen. Ja, wo Abigail erscheint, da teilt sich die Menge wie das Rote Meer einst vor Israel. Und die Menschen werden vor sie gebracht. Und sie redet wie eine Heilige. Meine Magd, eine Heilige? Ach, was wisst ihr, wie der Geist über die Menschen kommen kann? Da ist Abigail selbst. Frag doch sie. Geht weiter! Ich muss mit Proctor reden. Jean Proctor, willst du mich nicht begrüßen? Ich hab in der Stadt zu tun, bin eilig. Weil du mich siehst? Jean! Ich verstehe das hier nicht. Was für Unheil ist in der Stadt. Alles redet von Hexerei und von dir, Abigail. Das wundert dich? Ich hör's nicht gern, Abigail. Was hast du mit Hexerei zu schaffen? Wir Mädchen haben nachts im Wald getanzt. Nachts im Wald? War gar nichts Böses dabei. Der Pfarrer, mein Onkel, hat uns überrascht und seine Tochter ist vor Angst in Schwermut gefallen und da hieß es gleich, Hexerei sei schuld. Ich hab's zugegeben, John. Sonst hätte man geglaubt, ich selber hätte sie behext. Abigail! Ich musste mich wehren, John. Du bietest mir ja keinen Schutz. Ich kann's doch nicht. Sag mir ein liebes Wort, John. Abby, vergiss, was war. Es muss aus sein damit. Jede Nacht lieg ich wach und warte auf dich. Ich gab dir nie Hoffnung. Oh, ich hab nichts vergessen. Ich spür's noch, wie du mich hinter dem Hause packtest. Sei still! Oder hab ich das auch geträumt? Wär's nach dir gegangen, ich wär noch Magd bei euch und seh dich jeden Tag. Deine Frau hat mich fortgeschickt, aber du liebst mich noch, das weiß ich. Ach, lieben? Wen lieb ich? Ich bin für mich Abigail. Keinen Schritt habe ich vom Hof getan, seit du fort bist. Ich sah dich nachts schon in deiner Einsamkeit brennend zu meinem Fenster hinaufschauen. Abby! Eher will ich mir die Hand abhacken, als dass ich je wieder nach dir greife. Vergiss es. Wir haben uns nie berührt, Abby. Doch, haben wir. Nein, Abby. Oh, mich wundert, wieso ein starker Mann sich von so einem kränklichen Weib... Sprich nicht so von Elisabeth, ich darf nicht hören. Aber sie scherzt mich in der Stadt an. Sie sagt Lügen über mich. Sie... Schweig! Bist du die Feindsche? Ich will dich, Jean Proctor. Dich, der mich aus dem Schlaf nahm und mein Herz wissend machte. Ich wusste nicht, was für Falschheit in Salem war. Jetzt weiß ich's. Und jetzt soll ich das Licht wieder aus meinen Augen reißen? Das will ich nicht und das kann ich nicht. Du hast mich geliebt, John Proctor. Und wie sinnlich es auch ist, du liebst mich noch. John! John! Hab doch Erbarmen mit mir! John! John, hab doch Erbarmen mit mir! John! Mörderische Hexe ist unter uns. Schweig doch, Ann Putnam. So schweigt um Gottes Willen. Schweigen? Und wer hat die armen Kinder in den Wald geführt und mit Krankheit geschlagen, Rebecca Nurse? Ich habe 11 Kinder und bin 26-fach Großmutter. Und allesamt habe ich sie ihre törichten Zeiten durchmachen sehen. Und wenn es über sie kommt, dann laufen sie den Teufel lahm und halten an ihrer Torheit fest. Rebecca Nurse, ihr seht es als Gottes Werk an, dass ihr nie ein Kind verlort, während mir von 8 nur eines blieb. Geht es mit rechten Dingen zu, dass ich 7 Kinder verlor, ehe sie einen Tag alt wurden? Mann, so sprich doch auch ein Wort. Es sind Hexen in der Stadt. Thomas Putnam, es ist gefährlich, nach bösen Geistern zu fahnden. Vielleicht liegt die Schuld bei uns selber. Die Schuld, dass all meine Kinder starben, bei uns selber? Das wagst du? Vielleicht liegt sie bei dir, Rebecca, ja? Ann, bei dir! Um Gottes Willen, Ann. Warum kommst du so spät, John? Es ist fast dunkel.
Ich habe draußen am Waldrand gepflanzt. Schlafen die Buben? Ja. Jetzt bete um einen guten Sommer. Ich glaube, wir sehen bald grüne Felder. Unter den Schollen ist es warm wie Blut. Das ist schön. Du, wenn gesät ist, will ich George Jacobs Jungkuh kaufen. Was meinst du dazu? Ja, schon. Ich möchte Freude machen, Elisabeth. Ich weiß schon. Du wolltest doch ein paar Blumen ins Haus stellen. Oh, das habe ich vergessen. Ich tue es morgen. Ja. Hier drin ist noch Winter. Du, am Sonntag komm mal mit, dann gehen wir miteinander über Land, ja? Ich habe so ein Blühen auf der Erde noch nicht gesehen. Der Frühling ist schön in Massachusetts. Ich glaube, du bist wieder traurig, ne? Du kamst zu spät. Ich dachte, du wärst nach Salem gegangen. Ach, ich habe doch in Salem nichts mehr zu suchen. Mary Warren ist heute dort. Warum ließest du sie weg? Hast du nicht gehört, dass ich ihr verboten habe, wieder nach Salem zu laufen? Ich konnte sie nicht halten. Aber Elisabeth, du bist die Herrin hier. Mary Warren ist die Magd. Ich habe sie ja verboten. Da wirft sie wie eine Prinzessin den Kopf zurück und sagt, ich muss nach Salem, ich bin eine Amtliche vom Gericht. 39 Frauen sind jetzt im Gefängnis, sagt sie, und das Gericht hat Gewalt, sie zu hängen. Ach, Henken, das ist doch nichts als ein Spaß, um Weiber zu schrecken. Sie sind als Hexen genannt worden, sagt Mary. Und wenn sie nicht bekennen, John, droht ihnen der Strang. Die Stadt ist wild geworden. Man spricht viel von Abigail, John, Abigail, wie von einer Heiligen. Wenn die Mädchen schreien und toben und zu Boden fallen, fragt sie aus ihnen heraus, wer sie behext habe. Und wen die Mädchen nennen, der kommt in den Kerker. Das ist ein finsterer Unfug. Ich glaube, John, du musst nach Salem gehen. Erzähl den Richtern, was Abigail dir vorige Woche gesagt hat. Dass alles Betrug ist. Nicht wahr, sie hat dir gesagt, es habe nichts mit Hexerei zu schaffen. Ja, das hat sie. Ja. Sollen die Frauen, 39 Frauen, im Kerker bleiben, weil du dem Gericht verschweigst, dass Abigail eine Betrügerin ist? Ich ging jetzt nach Salem, John. Noch diesen Abend. Ich will's überlegen, ja. Du darfst nicht schweigen, John. Wenn sie jetzt als Heilige gilt, wird's nicht leicht sein, sie als Betrügerin zu entlarven. Bei der Torheit in der Stadt. Ich habe doch keinen Beweis. Wir waren allein, als sie mir sagte. Du warst mit ihr allein? Du hast es mir anders erzählt. Ach, Frau, ich will deinen Argwohn nicht mehr. So verdien ihn dir nicht. Du misstraust mir noch immer. Jean? Würdest du jetzt zögern, wenn es nicht Abigail wäre, gegen die du auftreten musst? Ich glaube nicht. Lass ab, mich zu richten, Elisabeth. Schau, dass du selber besser wirst, anstatt immer und immer an deinem Mann zu nörgeln. Ich hab Abigail vergessen. Ich auch. Gott bewahr, du vergisst nichts und vergibst nichts. Lern milde, Frau. Ich bin hier im Haus auf Zehenspitzen gegangen, die ganzen 7 Monate, seit sie weg ist. Nicht einen Schritt hab ich getan, ohne den Gedanken, dir gefällig zu sein. Und dennoch ist ewig Trauer in deinem Herzen. Ich kann kein Wort sprechen, ohne dass du mich jeden Augenblick anschaust, als lüge ich, als käme ich in ein Gericht, anstatt in mein eigenes Haus. John, du hast gesagt, dass du sie zusammen mit anderen getroffen hast und jetzt... Ach, ich geb's auf, meine Ehrlichkeit zu verteidigen, Elisabeth, ich geb's auf. Ich hätte ihn niederbrüllen sollen, gleich als du mich zum ersten Mal mit deinem Argwohn bedrängtest. Doch ich verlor den Kopf und beichtete nach Christenart. Beichtete. In einem Wahn muss ich dich an jenem Tag mit Gott verwechselt haben. Doch das bist du nicht. Sieh auch einmal das Gute in mir, anstatt mich zu richten. Ich richte dich nicht, dein Richter sitzt in deinem Herzen. Ich habe dich stets für einen guten Mann gehalten, John. Nur ein wenig abgeirrt. Da, Elisabeth, deine Gerechtigkeit brächte Bierzungen gefrieren. Da ist jemand an der Tür. Ob Mary Warren schon zurückkommt? Mary! Herr! Was gehst du nach Salem, wenn ich's verbiete? Machst du dich lustig über mich? Ich peitsch dich aus, wenn du noch einmal wagst, das Haus zu verlassen. Ich bin krank.
Ich bin krank, Herr, bitte tut mir nichts. Was hast du, Mary? Setz dich. Ja. Du bist blass. Mein Inwendiges ist ganz zittrig. Ich bin den ganzen Tag in den Gerichtsverfahren. Und was ist mit dem Verfahren hier? Wann gehst du daran, deine Arbeit zu versorgen? Wofür zahle ich dir 9 Pfund im Jahr? Du weißt, dass die Frau nicht wohl ist. Hier, Frau. Ich habe ein Geschenk für euch. Ich musste lange Stunden da sitzen und habe mir die Zeit mit Nähen vertrieben. Oh. Danke. Das ist eine hübsche Puppe. Wir müssen jetzt alle einander lieben, Frau Proktor. Ja, freilich, das sollen wir immer. Und mit der Puppe willst du mir deine Liebe zeigen? Marie. Ja, Herr? Ist das wahr? 39 Frauen sind in Verhaft genommen? Ja, Herr. Martha Osborn wird gehängt. Gehängt? Gehängt, sagst du? Ja. Und der Unterstatthalter lässt das zu? Er hat sie selber verurteilt. Er musste, denn sie hat geleugnet, dass sie eine Hexe ist. Aber Sarah Good nicht. Sarah Good hängen sie nicht, weil... Seht ihr, weil sie nicht verstockt ist. Sie hat gestanden. Gestanden was? Dass sie einen Pakt mit Lucifer schloss und ihren Namen in sein schwarzes Buch schrieb. Mit ihrem Blut. Und dass sie gelobte Christenmenschen zu quälen, bis Gott niedergeworfen ist. Und wir alle die Hölle anbeten müssen. Ach, jeder weiß, dass Sarah Good eine Schwätzerin ist. Aber Martha Osborn. Herr, sie wirkte uns beinahe zu tot. Wie, sie wirkte euch? Vor dem ganzen Gericht. Sie sandte ihren Geist aus. Aber Mary... Sie wollte mich schon oftmals töten, Frau Proktor. Davon hast du nie etwas gesagt. Ich habe es bisher nicht gewusst. Ich habe überhaupt nichts gewusst. Wie Martha Osborn in den Gerichtssaal kommt, sage ich zu mir, die Frau darf ich nicht anschuldigen, weil sie im Straßengraben schläft und so alt und arm ist, aber dann... Dann? Dann sitzt sie da, leugnet und leugnet, und ich fühle, wie es mir kalt den Rücken raufkriegt und wie sich meine Kopfhaut zusammenzieht, und ich fühle um meinen Hals eine Klammer und kann nicht mehr atmen, und dann höre ich eine Stimme, und die schreit, und es ist meine Stimme. Und die anderen schreien, und Abigail... Abigail? Und du, hast du auch geschrien? Ja, Herr. Mit einmal fiel mir alles wieder ein, was Martha Osborn mir angetan hat. Was hat sie dir denn angetan? Manchmal, Herr, kam sie bettelnd an die Tür um ein Stück Brot und einen Becher Most. Und so oft ich sie mit leeren Händen wegschickte, murmelte sie. Warum soll sie nicht murmeln, wenn sie hungrig ist? Aber was sie murmelte... Ihr müsst euch erinnern, Frau, vorigen Monat, ich glaube, es war ein Montag, als sie sofort ging. 2 Tage später meinte ich, mein Leib müsse bersten. Erinnert ihr euch? Ja, ja, schon, aber... Also, das sagte ich dem Richter. Und sie? Sie behauptet, sie habe nur die Gebote hergesagt. Dabei wusste sie vor Gericht nicht eines. Die Richter haben sie bei einer klaren Lüge gefasst. Und deshalb ist sie verurteilt worden? Nun, wo sie sich selber verurteilt hatte. Doch der Beweis. Ich habe euch den Beweis gesagt. Der ist felsenfest, sagt der Richter. Du gehst nicht mehr zum Gericht, Mary Warren. Herr, ich muss jetzt jeden Tag hin. Ich begreife nicht, dass ihr nicht seht, was für ein großes Werk wir tun. Ein schönes Werk für ein Christenmädchen, alte Frauen zu hängen. Aber Herr, wenn sie gestehen, werden sie ja nicht gehängt. Sarah Good bleibt nur einige Zeit im Kerker, denn es ist ein Wunder geschehen. Sie ist schwanger. Schwanger? Da sind denn alle toll. Die Frau ist an die 60. Und dazu ohne Mann? Aber sie ist gerettet, denn dem unschuldigen Kind tun sie nichts. Ist das nicht ein Wunder? Ihr müsst es sehen, Herr. Was wir vollbringen, ist Gottes Werk. Wir müssen finden, wo sich der Teufel in Salem verbirgt. Und so gehe ich jetzt jeden Tag hin. Ich treibe den Teufel mit der Peitsche auf. Schlag mich nicht, Herr! Ich habe eurer Frau das Leben gerettet. Wem hast du? Eurer Frau, Herr. Ich habe sie gerettet. Ich bin angeschuldigt?
Sie haben euch nur genannt. Aber ich sagte, ich wüsste von keinem Zeichen, dass ihr euren Geist aussendet, um ein Böses zu tun. Wer hat das getan? Wer schuldigt mich an? Ich gab mein Wort. Ich darf nicht sagen, wer es war. Abigail. Ich will sprechen. Ich will das Licht Gottes. Ich will die süße Liebe Jesu. Ich tanzte für den Teufel. Ich schrieb in sein Buch. Ich kehre zu Jesus zurück. Ich küsse seine Hand. Ich sah Sarah Gutt mit dem Teufel. Ich sah Rebecca Nurse mit dem Teufel. Da hast du's, Rebecca Nurse. Sie war immer scheinheilig und leugnete böse Geister. Und wenn sie eine Hexe ist, dann muss mir ihr Mann das Stück Acker am Ufer zurückgeben. Ich tanzte für den Teufel. Ich kehr zu Jesus zurück. Ich sah George Jacobs mit dem Teufel. Ich sah auch Elisabeth Proctor mit dem Teufel. Sie will meinen Tod, John, du weißt es. Fürchte nichts, ich sage Ihnen, dass alles Unfug ist. John, wo so viele im Kerker sind, bedarf es mehr. Geh zu ihr. Geh zu Abigail. Was habe ich mit Abigail zu schaffen? John, tu es mir zuliebe. Du verstehst dich nicht auf junge Dinge. In jedem Bett wird ein Versprechen gegeben. Was für ein Versprechen? Mit Worten oder ohne. Ein Versprechen wird gegeben. Und damit mag sie jetzt liebäugeln. Ich bin dessen gewiss. Womit? Mit dem Gedanken, mich zu töten und an meine Stelle zu treten. Ach. Es ist ihre liebste Hoffnung, John, ich weiß es. Das kann sie nicht denken. Wann endlich wirst du mich kennen, Frau? Wäre ich ein Stein in diesen 7 Monaten, wäre ich vor Scham geborsten. So geh und sag ihr, dass sie eine Dirne ist. Auf welches Versprechen sie sich berufen mag, schon brich es. Gut. Ich gehe. Wie widerwillig. Ich will sie glühender verfluchen als die älteste Glut der Hölle. Schild meinen Zorn nicht. Deinen Zorn? Ich bitte dich Frau, nur... Frau, bin ich so gemein? Hältst du mich wahrhaftig für so gemein? Ich hab dich nie gemein gemacht. Was beschuldigst du mich dann eines solchen Versprechens? Das Versprechen, dass ein Hengst einer Stute gibt, gab ich diesem Mädchen. Und du bist zornig, weil ich dich bitte, es zu brechen? Weil du tust, als täusche ich dich und ich bin ehrlich. Aber ich verteidige mich nicht länger. Ich sehe es nun, dein Geist kommt von der einzigen Irrung meines Lebens nicht los. Und ich kann ihn nicht davon befreien. Du kannst mich befreien, wenn du erkennst, dass ich dein einzig Weib oder gar nicht Weib sein will. Ein Teil von ihr steckt noch immer in dir, John Proctor. Und du weißt es. Du weißt es. Schwester Elisabeth, bitte dich. Es klopft ans Fenster. Es ist wieder draußen. Ach, Pastor Hale aus Beverly. Augenblick. Einen guten Abend auch, Herr. Tretet ein. Ich hoffe, mein Besuch erschreckt euch nicht. Ihr seid Elisabeth Proctor. Ja. Meine Frau. Wollt ihr euch nicht setzen, Herr? Ich will euch nicht lange aufhalten. Ich komme in einem Auftrag zu euch. Im Auftrag des Gerichts? Nein, nein. In meinem eigenen, ohne Befugnis des Gerichts. Hört mich an. Ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, Proctor, dass der Name eurer Frau vor Gericht genannt wurde. Ja, Herr. Unsere Magd hat es uns berichtet. Wir sind aufs Höchste erstaunt. Ich bin fremd hier, wie ihr wisst. Man hat mich hergerufen, weil ich erfahren bin im Kampf gegen Hexerei. Aber ich kenne die Menschen hier nicht, und so hält es schwer, mir von den Beschuldigten eine klare Meinung zu bilden.
Darum gehe ich am Abend von Haus zu Haus. Ich komme soeben von Rebecca Nurse. Rebecca ist beschuldigt? Gott verhüte, dass eine Frau wie Sie beschuldigt werde. Indes, sie ist genannt. Das könnt ihr nicht im Ernst meinen. Wir leben in einer seltsamen Zeit, Proctor. Keiner kann bezweifeln, dass die Mächte der Dunkelheit zu einem ungeheuerlichen Angriff gegen die Stadt Salem angetreten sind. Der Beweise sind zu viele, um es noch zu leugnen. Das wisst ihr doch selbst, Proctor. Ich? Ich weiß von derlei Dingen nichts. Aber es hält schwer zu glauben, dass eine so gottesfürchtige Frau im 70. Jahr ihres Lebens insgeheim eine Teufelsmetze sei. Der Teufel ist reich an Listen, Proctor. Das kann niemand leugnen. Ich gedachte, wenn ihr erlaubt, euch einige Fragen vorzulegen, die den christlichen Sinn dieses Hauses angehen. Nein. Wir fürchten keine Fragen, Herr Hill. In dem Aufzeichnungsbuch, das euer Pastor führt, bemerke ich, dass ihr am Sabbat selten in der Kirche seid. Nur 26 Mal in 17 Monaten. Soll ich 5 Meilen weit laufen, nur um von nichts als Höllenfeuer und Verdammnispredigen zu hören? Auch war mein Weib diesen Winter krank. Und dennoch, Proctor, ein Christ muss am Sabbat in der Kirche sein. Wisst ihr eure Gebote, Elisabeth? Freilich weiß ich sie. Ich bin eine glaubenstreue Frau. Und ihr, Proctor? Ich würde es meinen, Herr. Seid so freundlich und sagt sie her. Die Gebote? Ja. Hm. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht deines Nächsten gut begehren, dir ein Götzenbild machen. Du sollst den Namen des Herrn nicht vergeblich führen. Du sollst keine fremden Götter haben. Du sollst den Sabbat heiligen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Du sollst ja kein Götzenbild machen. Das habt ihr zweimal gesagt, Proctor. Ja. Ja, ich... Ehebruch, John. Ach ja. Die Ehe nicht brechen. Ihr seht ja, zu zweit miteinander wissen wir sie alle. Unter diesem Dach zwischen uns beiden hat der Teufel keinen Anhang. Ich bete von Herzen darum. Ich habe wirklich ihr Zweifel an mir, Herr. Elisabeth Proctor, ich richte euch nicht. Meine Aufgabe ist, nach Kräften zu der gottgegebenen Einsicht des Gerichts beizutragen. Ich wünsche euch beiden Gesundheit und Wohlergehen. Gute Nacht. Geht noch nicht, Herr. Ich glaube, du musst es ihm sagen, John. Was meint ihr? Sag's ihm, John. Ja. Ich habe keinen Zeugen und ich kann's auch nicht beweisen. Die Rede, dass Hexerei in Salem sei, fing mit der Krankheit der Kinder an. Sie waren verstört, wie gelähmt. Doch ich weiß, dass die Krankheit der Kinder nichts mit Hexerei zu schaffen hatte. Nichts mit Hexerei? Nein. Der Pastor hat sie überrascht beim Herumtollen im Wald. Davon sind sie so erschrocken, dass es seiner Tochter die Sprache verschlug. Wer hat euch das gesagt? Abigail Williams. Abigail? Ja. Abigail Williams hat euch gesagt, es habe nichts mit Hexerei zu tun? Ja. Am gleichen Tag, als ihr nach Salem berufen wurdet, Herr. Da traf ich sie auf der Straße. Warum? Warum verschwiegt ihr das? Ich wusste bis heute nicht, wie sehr dieser Unfug alle Welt toll gemacht hat. Unfug, sagt ihr? Proctor, ich selber habe Sarah Good und viele andere ins Verhör genommen. Sie haben gestanden, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Sie haben es gestanden. Ist das so wunderbar, wenn Sie doch wissen, dass Sie aufs Leugnen hin gehängt werden? Und
Ihr würdet vor Gericht bezeugen, was Abigail euch gesagt haben soll. Ich hatte nicht damit gerechnet, vor Gericht gehen zu müssen, Herr. Doch wenn es sein muss, so tue ich's. Wie konntet ihr zögern? Ich frage mich noch immer, ob meine Geschichte vor solch einem Gericht Glauben findet. Und das frage ich mich desto mehr, wenn ein so besonderer Gottesdiener wie ihr Zweifel an einer Frau hegt, die nie log und nicht lügen kann. Proktor, reden wir offen miteinander. Mich macht ein Gerücht besorgt. Man sagt, ihr glaubt nicht, dass es überhaupt Hexen geben könne. Ist das wahr? Mag sein, ich hab's gesagt. Ich habe darüber nie nachgedacht, ob es wohl Hexen gäbe. Jedenfalls kann ich nicht glauben, dass sie jetzt hier unter uns wären. Also glaubt ihr nicht? Ich verstehe nichts davon. Die Bibel spricht von Hexen und ich will sie nicht ableugnen. Und ihr, Frau? Ich? Ich kann an Hexen nicht glauben. Ihr könnt nicht? Elisabeth, du machst ihn irre. Ich kann nicht glauben, Herr, dass der Teufel die Seele einer Frau innehat, wenn sie aufrecht wandelt, wie ich es getan habe. Ich bin eine brave Frau, das weiß ich. Wenn ihr glaubt, dass ich eine Hexe bin, so sage ich, es gibt keine. Ihr erhebt euch doch gewiss nicht gegen das Evangelium. Befragt Abigail Williams über das Evangelium, Herr. Nicht mich. Nicht mich. Thomas, sieh dort. Rebecca Nurse. Endlich fährt sie im Karren zum Kerker. Es ist eine Vorsehung, Frau, dass die Sache nun heraus ist. Was ist heraus, Thomas Putnam? Ist Rebecca eine Hexe? Eine mörderische Hexe. Rebecca Nurse hat meine Kinder auf dem Gewissen. 7 Kinder. Man muss sie hängen! An den Galgen mit Rebecca! Rebecca, an den Galgen! Ihr seid wahnsinnig, Putnam. Die alte Frau hat keinen von ihrer Tür gewiesen, der um ein Stück Brot bat. Sie gehört gehängt. Sie war immer eine Hexe. Hätte sie sonst den verfluchten Prozess gegen mich gewonnen? Es steht klar in meines Großvaters Testament, das Land am Fluss gehört zu unserer Flur. Die Nurse gehört an den Galgen. Herr Richter, ich bitte euch, hört mich an. Ich bin nicht der Richter, ich bin John Hale, der Pastor von Beverly. Herr Pastor, ihr müsst uns helfen. Was wollt ihr? Wer seid ihr? Ich bin Francis Nurse. Sie haben mein Weib abgeholt, auf dem Schinderkarren in den Kerker. Und man lässt mich nicht einmal zu ihr hinein. Ich muss mit dem Unterstatthalter sprechen. Ich bin sicher, irrt sich, er muss sich irren. Bitte beruhigt euch, Nurse. Mein Weib ist 72. Sie hat weißes Haar. Und sie ist Stein und Mörtel der Kirche, glaubt es mir, Herr Hill. Ich kenne euer Weib. Ich habe mit ihr gesprochen. Ich weiß, dass man gut von ihr redet. Aber man beschuldigt sie des Mordes, des wundersamen und übernatürlichen Mordes an Frau Pöttnitz Neugeboren. Was soll ich denn nur tun, Herr? Glaubt mir, Nurse, wenn euer Weib schuldig ist, so kann die ganze lebendige Welt nicht vorm Galgen bewahrt werden. Das Gericht wird gerecht urteilen. Ich weiß es. Sorgt euch nicht. Betet. So will man sie wahrhaftig vor Gericht stellen? Nurse, wenn uns auch das Herz brechen will, wir können dem nicht ausweichen. Dies sind neue Zeiten. Ein dunkler Anschlag des Satans ist im Gange, so fein gesponnen, dass es sündhaft von uns wäre, alten Rücksichten und überkommener Freundschaft anzuhangen. Ich sah so viele furchtbare Beweise im Gericht. Der Teufel geht in Salem um. Und wohin der anklagende Finger auch zeigt, wir dürfen nicht zaudern, wir müssen ihm folgen. Meine Frau hat keine Kinder gemordet. Nurse, denk daran, noch eine Stunde bevor der Teufel fiel, hielt Gott ihn für eine Zierde des Himmels. Es werden noch manche folgen. Das Gericht ist über uns gekommen. Ich wünsche einen guten Abend, Proctor. Cheever? Ihr? Ich hoffe, ihr kommt nicht in Sachen des Gerichtes. Doch, Proctor. Eric, komm mal rein. Eric, der Büttel? Was will der in meinem Haus? Glaub mir's, Proctor, so schwer das Gesetz ist, ich trage sein ganz Gewicht heute Abend auf meinen Schultern. Ich habe einen Verhaftsbefehl gegen euer Weib.
Wer hat sie angeschuldigt? Abigail Williams. Auf was für Beweise hin? Sagt, was für Beweise? Herr Proctor, das Gericht hieß mich euer Haus durchsuchen. Doch ich durchsuche nicht gern ein Haus. Wollt ihr mir also die Puppen übergeben, die euer Weib hier hat? Puppen? Hast du Puppen, Elisabeth? Ich habe keine Puppen, seit meiner Kinderzeit nicht. Aber ich sehe eine Puppe. Oh, doch, die gehört Mary. Sie hat sie mir aus der Stadt mitgebracht. Würdet ihr sie mir bitte geben? Hat das Gericht jetzt einen Bibeltext über Puppen entdeckt? Ja, was bedeutet eine Puppe, Schiefer? Nun, Sie sagen, sie könnt bedeuten... Oh, hier. Seht. Was? Eine Nadel. Eine lange, spitze Nadel durch den Leib der Puppe gesteckt. Ja, und was bedeutet eine Nadel? Das ist schlimm, Proctor. Das ist schlimm für Sie. Ich hatte meine Zweifel, doch hier ist wahrhaftig Unheil. Diese Nadel... So redet doch. Das Mädchen Abigail Williams... Redet, Mann, redet. Heute Abend fällt sie plötzlich um. Wie ein erschlagen Tier. Und sie stößt einen Schrei aus. Und sie ziehen ihr eine Nadel heraus, die 2 Zoll tief in ihrem Leib steckt. Und als man sie fragt, wie es dazu gekommen war, gibt sie an... Nun, was gibt sie denn an? So sprecht doch, Chiva! Sie sagte, der Geist eures Weibes wär's, der die Nadel hineingestoßen hat. Das hat sie selbst getan. Und sie beschuldigt mich? Mich? Das Mädchen ist Mord. Sie muss vom Erdboden vertilgt werden. Eric, hast du gehört? Vom Erdboden vertilgt? Ja. Du hast gehört. Nun ist alles klar. Raus, Chiva! Raus mit euch allen! Proctor, gebt mir den Verhaftsbefehl zurück. Den Verhaftsbefehl? Die Fetzen könnt ihr haben. Raus mit euch. Ihr habt den Befehl des Herrn Unterstatthalters zerrissen, Mann. Verdammter Herr Unterstatthalter! Raus aus meinem Haus! John! Ich werde mit Ihnen gehen. Du wirst nicht gehen. Wir haben 9 Männer draußen. John, ich glaube, ich muss gehen. Für heute Abend ist noch genug Brot im Haus. Sag Mary, sie soll morgen backen. Sie soll dir helfen, als wäre sie deine Tochter. Das schuldet sie mir. Und mehr als das. Wenn die Kinder aufwachen, sag nichts von Hexerei. Es würde sie ängstigen. Ich hol dich heim, Elisabeth. Ich werde dich bald holen. Ja, John, hol mich bald. Wie ein Ozean wird dich über dieses Gericht hereinfallen. Fürchte dich nicht, Elisabeth. Ich werde mich nicht fürchten. Sag den Kindern, ich wäre einen Kranken besuchen gegangen. Fesselt sie nicht! Mann, du wirst sie nicht fesseln! Weg damit! Ich duld's nicht! Ich duld nicht, dass man sie fesselt! Hör du! Ich duld's nicht! Mary Warren, du lädst einen kalten und grausamen Mord auf Abigail. Mord? Nein! Ich lade keinen Mord auf sie, nein! Mary, du sagst, Abigail habe im Gericht neben dir gesessen, als du die Nadel in die Puppe hineingesteckt hast. Ja, Herr. Abigail hat es gesehen, aber ich dachte mir nichts Böses dabei. Nein, sie nicht. Aber Abigail. Herr Hill, ihr müsst doch sehen, dass Abigail das Gericht betrügt. Proctor, wenn eure Frau unschuldig ist, wird das Gericht das wenn auch meine erklären? Frau unschuldig ist, warum fragt ihr mich, ob Abigail unschuldig ist? Ist denn der Ankläger immer heilig? Ich werde euch sagen, was in Salem umgeht. Rache geht in Salem um. Verrückte Mädchen sehen Gespenster und gemeine Rache schreibt das Gesetz. Dieser Verhaftbefehl ist Rache. Und ich gebe mein Weib nicht der Rache preis. Proctor, das Gericht ist gerecht. Pontius Pilatus! Gott lässt euch davon eure Hände nicht reinwaschen. Proctor, was ich zu euren Gunsten gehört habe, will ich vor Gericht bezeugen. Gott helfe mir, ich kann sie nicht schuldig oder unschuldig sprechen. Ich weiß es nicht. Nur dies bedenkt, die Welt rast. Und es fruchtet nichts, dass ihr die Ursache der Rache eines Mädchens zuschreibt. Ach, ihr seid ein Feigling und werdet mit Gottes eigenen Tränen geweiht. Jetzt seid ihr ein Feigling. Proctor, ich kann nicht glauben, Gott ließe sich durch eine so kleine Ursache so ungeheuer herausfordern. Die Kerker sind überfüllt. Unsere größten Richter sind in Salem versammelt. Und der Strang droht. Mann, wir müssen nach angemessener Ursache ausschauen. Sinnt auf die Ursache, Mann. Und lasst mich sie euch entdecken helfen. Denn das ist euer Weg, glaubt es. Das ist euer einziger Weg, wenn solche Verwirrung über die Welt hereinbricht. Sinnt über eure Stadt nach
und darüber, was vom Himmel so donnernden Zorn auf euch alle herniedergezogen hat. Betet. O Herr, öffne unsere Augen. Lass sie ausschauen nach den Treuen im Lande. Jetzt herein, Mary. Ich kann nicht, Herr Proctor. Ich kann nicht. Du kommst mit in den Gerichtssaal, Mary. Du wirst es vor den Herren sagen. Ich kann nicht, Herr. Ich kann nicht Mord auf Abigail laden. Du wirst dem Gericht sagen, wer die Nadel in die Puppe hineingestochen hat. Abigail wird mich töten, Herr, wenn ich das sage. Sie wird euch des Ehebruchs anklagen, Herr. Wie, das hat sie dir erzählt? Ich wusste es, Herr. Sie wird euch damit verderben. Und mich auch. Mich auch. Nun gut. Dann ist es auch mit ihrer Heiligkeit aus. Dann stürzen sie und ich gemeinsam in unseren Abgrund. Sag dem Gericht, was du weißt. Ich kann nicht. Mein Weib wird nicht um meinetwillen sterben. Ich werde dir die Zunge lösen. Doch diese Gute wird nicht um meinetwillen sterben. Lass mich los, Herr. Ich kann es nicht tun. Ich kann nicht. Abigail. Abigail. Mach deinen Frieden mit deinem Gewissen, statt mit dieser Hure. Aber ich kann doch nicht. Himmel und Hölle balgen sich jetzt auf unserem Buckel. Und all unsere Gleisnerei ist weggerissen. Wir sind, wie wir von jeher waren. Nur nackt. Ja. Nackt. Und der Wind. Gottes eisiger Wind wird wehen. Ich kann nicht. Herr. Geht ihr zu Abigail. Sprecht mit Abigail. John, warum hier im Wald? Ich mag bei Nacht den Wald nicht. Ich muss mit dir sprechen, Abigail. Wie kommst du? Als Freund. Ich wusste, dass du es warst. Als ich den Stein am Fenster hörte, wusste ich es, noch ehe ich die Augen auftat. Warum bist du nicht früher gekommen? Ich bin jetzt so allein in der Welt. Ich hörte, dass die Leute jetzt 100 Meilen weit herkommen, um dein Gesicht zu sehen. Man sagt, ein Trupp junger Burschen begleitet dich auf Schritt und Tritt. Aber ich bekomme nur geile Blicke von ihm. Und das magst du nicht. Ich ertrag keine geilen Blicke mehr, John. Mein Geist ist jetzt ganz und gar verwandelt. Fromme Blicke gebührten mir, da ich so für sie leide. Für alle Leid. Wieso leidest du, Abby? Da! Sieh mein Bein an! Es ist voller Löcher von ihren verwünschten Nadeln und Nägeln. Der Stich, den dein Weib mir beibrachte, ist immer noch nicht geheilt. Bist du toll! Und George Jacobs! Er kommt jede Nacht und schlägt mich mit seinem Stock. Sieh her! Ebi! George Jacobs ist seit einem Monat im Kerker. Gott sei's gedankt und gesegnet der Tag, der er gehängt wird und ich wieder ruhig schlafen kann. Oh, John, die Welt ist so voller Heuchler. Sie beten im Kerker. Da können sie nicht beten. Sie martern mich, während fromme Worte über ihre Lippen kommen. Oh, Gott selbst muss helfen, diese Stadt gehörig zu reinigen. Abby, willst du noch mehr Menschen anzeigen? Solange ich lebe und ehe sie mich morden, will ich's ganz gewiss, bis der letzte Heuchler tot ist. So gibt's keinen einzigen Guten, keinen einzigen? Doch, einen. Du bist gut. Ich? Wieso bin ich gut? Du lehrtest mich das Gute. Darum bist du gut. Du führtest mich durch ein Feuer. Und all meine Unwissenheit ward weggebrannt. Es war ein Feuer, John. Wir lagen im Feuer. Und seit jener Nacht darf keine Frau mich mehr schlecht heißen. Auch Rebecca soll mich nicht mehr liederlich schelten. Ich sah sie alle, wenn sie gleich Heiligen zur Kirche eilten und in ihrem Herzen Heuchler. Und Gott gab mir die Kraft, sie Lügner zu heißen. Und Gott ließ die Menschen auf mich hören. Und ich will die Welt von ihnen säubern, aus Liebe zu Gott. Oh, John. Was für ein Weib will ich dir sein, wenn die Welt wieder rein ist? Du wirst staunen, wenn du mich Tag für Tag als ein Himmelslicht in deinem Hause siehst. Mein Weib steht vor Gericht, Abigail, und sie wird nicht verurteilt werden. Hast du mich aus dem Bett geholt, um von ihr zu sprechen? Um dir zu sagen, Abby, was ich morgen vor Gericht tun will. Ich möchte dich nicht überrumpeln, sondern dir Zeit zum Nachdenken geben, wie du dich retten magst. Mich retten? Wenn du morgen mein Weib nicht befreist, Abby... Will und muss ich dich verderben. Mich
Wird der? Ich habe felsenfesten urkundlichen Beweis, dass du selber Mary Warren die Nadel in die Puppe hineinstecken hießest. Ich? Mary Warren? Du weißt, was du getan hast. So toll bist du nicht. Oh, ihr Heuchler. So habt ihr auch schon Proctor gewonnen. Ich warne dich, Abby, ich warne dich. Dein Weib höre ich reden aus dir. Dein neidisches Weib. Ich zeige dich als Betrügerin an. Und wenn sie dich fragen, warum denn Abigail, gerade Abigail, ihren Zeugen so mörderisches tun sollte? Ich weiß warum. Ich sag ihnen warum. Was willst du? Dich zur Unzucht bekennen? Vor Gericht? Wenn du mich zwingst, muss ich sagen. Ich werde es sagen. Wenn du hören kannst, höre mich. Ich verbiete dir, so mit mir zu sprechen. Du wirst dem Gericht sagen, dass du keine Gesichter hast. Dass du keine Geister mehr siehst. Und nie wieder schreist du Hexerei aus. Oder ich gebe dich als die Hure an, die du bist. Niemals im Leben wirst du das. Ich kenne dich schon. In diesem Augenblick singst du insgeheim ein Halleluja, dass dein Weib gehängt wird. Du tolle, du mörderische Dirne. Oh, wie schwer ist's, wenn die Maske fällt. Doch sie fällt. Sie fällt. Du hast deine Pflicht in ihrem Namen getan. Es ist deine letzte Heuchelei, hoffe ich. Ich bete, dass du wiederkommst. Und dann mit lieberer Botschaft für mich. Ich weiß, das wirst du. Fürchte nichts, John. Ich werde dich morgen retten. Vor dir selber werde ich dich retten. Morgen. Vor Gericht. Wer wagt es, in diesem Gericht Lärm zu schlagen? Sie wollen mein Weib hängen. Wer ist dieser Mann? Herr Unterstatthalter, mein Name ist Curry, Giles Curry. Es ist mein Weib, über das Ihr Urteil spricht. Ich habe 600 Morgen Land und Wald dazu. Und wie meint ihr, mir zu ungebührlichem Lärm Ihrer Sache zu dienen? Nur euer hohes Alter schützt euch vor dem Kerker. Sie berichten euch Lügen über mein Weib, Herr. Ihr könnt es nicht glauben. Maßt ihr euch an zu entscheiden, was dieses Gericht glauben und was es verwerfen soll? Euer Exzellenz, kein Mensch denkt an Missachtung, aber... Missachtung? Das ist Auflehnung, Mann. Dies ist das höchste Gericht der obersten Regierung dieser Provinz. Wisst ihr das? Euer Exzellenz... Exzellenz, er beruft sich auf Beweise. Ich glaube, von Rechts wegen solltet ihr ihn hören. So lege er seinen Beweis in der gehörigen Form vor. Unser Verfahren ist dir allen bekannt, Herr Hehl. Verfahren, Herr? Dann hört doch mich an. Seit 3 Tagen komme ich jetzt her und kann kein Gehör finden. Wer ist dieser Mann? Francis Knox, Euer Exzellenz. Sein Weib ist Rebecca Nurse, die heute Morgen verurteilt ward. Schreibt euer Gesuch nieder, Nurse, und zu gegebener Zeit will ich darauf zurückkommen. Niederschreiben, Exzellenz! Verlasst euch doch auf eure Augen. Gott verhüte, dass er sie vor unseren Beweisen schließt. Die Mädchen, Herr, die Mädchen sind Lug und Trug. Was sagt ihr? Wir haben Beweise, Herr, dass die Mädchen euch belügen. Wisst ihr, wer ich bin, Nurse? Sicherlich, Herr. Und ich meine, um das zu sein, müsst ihr ein weiser Richter sein. Mann, wisst ihr nicht, dass von der Stadt Marblehead bis zur Stadt Lynn an die 400 im Kerker sind? Aufgrund meiner Unterschrift? Und 72 zum Strang verurteilt? Kraft dieser Unterschrift? Exzellenz, ich zittere einem so mächtigen Richter zu sagen, ihr werdet getäuscht. Aber fragt diese beiden. Wer ist der Mann? John Proctor. Elisabeth Proctor ist mein Weib. Und diese da, Mary Warren, meine Magd. Ich glaube, ihr müsst das Mädchen hören, Exzellenz. Was möchtest du uns sagen, Mary Warren? Sie sah niemals Geister, Herr. Niemals Geister? Auf einmal will sie niemals Geister gesehen haben? Proctor, habt ihr das in der Stadt herum erzählt? Nein. Wisst ihr, Proctor, dass die gesamte Beweisführung in diesen Verhandlungen auf dem Glauben beruht, die Stimme des Himmels spreche aus diesen Mädchen? Ja, Herr. Das weiß ich. Das wisst ihr. Und da bringt ihr eines dieser Mädchen nach so langer Zeit, damit sie alles widerrufen soll? Sie rang die ganzen Wochen mit ihrer Seele, Herr. Jetzt kommt sie euch die Wahrheit zu sagen. Du willst alles leugnen, Mary Warren, was du vorher gesagt hast? Wie kamst du dazu, Menschen auszuschreien, sie hätten ihren Geist über dich gesendet?
Ich habe es vorgetäuscht, Herr. Ach, und die anderen Mädchen? Die täuschen auch vor? Ja, Herr. Ich verstehe gut, Proctor, dass die Liebe einen Mann zu außerordentlichem treiben kann, wenn er sein Weib verteidigt. Doch seid ihr in eurem Gewissen überzeugt, dass euer Beweis die Wahrheit ist? Ja. Und ihr werdet es sicherlich erkennen. Und das gedachtet ihr vor dem ganzen Gericht und in aller Öffentlichkeit zu enthüllen? Das dachte ich, ja. Mit eurer Erlaubnis. Was ist eure Absicht dabei? Ich möchte mein Weib befreien, Herr. Weder in eurem Herzen, noch verborgen in eurem Geist, lauert der Wunsch, das Ansehen dieses Gerichts zu untergraben. Nein, Herr. Euer Exzellenz. Shiva. Als wir sein Weib holten, verwünschte er das Gericht und zerriss euren Haftbefehl. Es war eine Aufwallung, Herr. Ich wusste nicht, was ich tat. Saht ihr jeden Teufel, Proctor? Nein, Herr. Ihr seid doch ein glaubenstreuer Christ. Das bin ich, Herr. Er pflügt am Sonntag, Herr. Ich habe ein- oder zweimal am Sonntag gepflügt. Ich habe 3 Kinder, Herr. Und mein Land trug wenig bis vergangenes Jahr. Euer Ehren, ich kann nicht glauben, dass ihr den Mann aufgrund einer solchen Aussage richten wollt. Ich richte nicht, Herr Hale. Wohl aber sah ich Wunderdinge vor Gericht. Ich sah, dass Menschen vor meinen Augen von Geistern gewürgt wurden. Ich sah sie von Nadeln gestochen und von Messern zerschlitzt. Ich habe bisher nicht den kleinsten Grund zu dem Verdacht, dass die Mädchen mich täuschen. Exzellenz, macht's euch denn nicht stutzig, dass so viele der verurteilten Frauen so lang für rechtschaffen gegolten haben? Auch Kain war ein rechtschaffener Mann und hat dennoch Abel getötet. Ja, das sagt Gott uns in seiner heiligen Schrift. Doch wer sagt uns, dass Rebecca Nurse 7 Neugeborene tötete, indem sie ihren Geist über sie aussandte? Nur die Mädchen haben's ausgesagt. Und Mary hier wird beschwören, dass sie euch belogen hat. Proctor, heute Morgen sandte euer Weib mir ein Gesuch, worin sie angibt, schwanger zu sein. Mein Weib schwanger? Kain Anzeichen bestätigt es. Wir haben sie untersucht. Aber wenn sie sagt, sie sei schwanger, muss es so sein. Diese Frau lügt nicht, Herr Denver. Lügt nicht? Nie, Herr, niemals. Es schien uns zu günstig für eure Frau, um glaubhaft zu sein. Indes, wenn ich euch jetzt sagte, dass ich ihr einen weiteren Monat geben will, und wenn die natürlichen Anzeichen sichtbar werden, sie noch ein weiteres Jahr leben soll, bis sie entbunden hat. Was meint ihr dazu? Ihr sagt, eure einzige Absicht sei, euer Weib zu retten. Nun gut, sie ist gerettet. Zumindest für dieses Jahr. Und ein Jahr ist lang. Wollt ihr eure Beschuldigung fallen lassen? Ich glaube, ich kann nicht. Die sind meine Freunde. Auch ihre Frauen sind angeklagt. Ich richte euch nicht, Proctor. Ich bin bereit, euer Zeugnis zu hören. Hier ist das Schriftstück, Herr. Die Unterzeichneten bekunden ihre gute Meinung von Rebecca und meinem Weib und Martha Corey. Sie alle sind Bauern mit eigenem Boden, Mitglieder der Kirche. Wie viele Namen sind dies? 91, Euer Exzellenz. Exzellenz? Shiva. Exzellenz. Holt das Mädchen her. Sehr wohl, Exzellenz. Mary Vaughan! Mary Vaughan? Tritt näher heran. Wie kamst du zu dieser Wandlung? Hat John Proctor dich bedroht? Nein, Herr. Er hat dich nie bedroht? Nein, Herr. Also hast du das Gericht belogen, obwohl du wusstest, dass auf dein Zeugnis hin Menschen gehängt würden? Antworte. Ja, Herr. Was hat man dich gelehrt? Weißt du nicht, dass Gott alle Lügen verdammt? Oder lügst du jetzt? Nein, Herr. Jetzt bin ich mit Gott. Du bist jetzt mit Gott. Entweder lügst du jetzt, oder du logst im Gericht. In jedem Fall hast du mein Eid begangen und wirst es mit dem Kerker büßen. Du kannst doch nicht leichtfertig behaupten, dass du vor Gericht gelogen hast, Mary. Ich kann nicht mehr lügen. Ich bin mit Gott.
Ich bin mit Gott. Ich bin mit Gott. Ich bin mit Gott. Betty Ferris? Hier. Pete Juve? Hier. Susanna Borgert? Hier. Mercy Lewis? Hier. Ruth Putnam? Hier. Abigail Williams? Hier. Setzt euch, Kinder. Eure Freundin Mary Warren hat uns eine Aussage übergeben. Man hat sie euch vorgelesen. Dies ist ein Gericht des Rechtes. Es mag wohl sein, dass Mary Warren vom Satan gewonnen ward, unsere geheiligte Absicht zu stören. Ist dem so, wird es sie den Hals kosten. Doch spricht sie die Wahrheit. So bitte ich euch, nunmehr eure Falschheit abzutun und eure Heuchelei einzugestehen. Denn ein rasches Geständnis wird euer Los erleichtern. Abigail Williams, steh auf. Ist irgend Wahres hieran? Nein, Herr. Hört ihr, Mädchen, jetzt wird in euren Herzen gegraben wie mit einem Bohreisen, bis eure Ehrlichkeit erwiesen ist. Abigail, du wirst mir die Wahrheit sagen. Ja, Herr. Aber Mary lügt. Und die Puppe, die man in Proctors Haus gefunden? Mary Warren behauptet, du selbst warst dabei, als sie ihre Nadel zur Aufbewahrung hineingesteckt hat. Das ist eine Lüge, Herr. Sahst du, während du bei Herrn Proctor dientest, Puppen dort im Haus? Frau Proctor hatte immer Puppen. Euer Ehren, mein Weib hat nie Puppen gehabt. Mary Warren gibt zu, dass die Puppe, die man in meinem Haus fand, von ihr stammte. Ihr beschuldigt damit Abigail Williams eines unerhörten Mordanschlags, Proctor. Ist euch das klar? Ja, Herr. Ich weiß, Sie sind auf Mord. Dies Kind wollte euer Weib morden? Sie ist kein Kind. Mary? Jetzt sagt dem Statthalter von eurem Tanzen im Wald. Ich? Herr Proctor? Abigail führte die Mädchen in den Wald, euer Ehren. Und da tanzten sie nackt. Herr Parrish selber überraschte sie mitten in der Nacht. So ein Kind ist sie. Ja, Exzellenz, das hat mir Pastor Parrish auch berichtet. Mary, du sagst, dass du nie Geister sahst. Und dennoch warst du ohnmächtig, wenn der Hexerei-Angeklagte vor dich gebracht wurden? Und sagtest, ihre Geister kämen aus ihren Leibern und würgten dich? Das habe ich vorgetäuscht, Herr. Was hast du? Ja, Herr, sie täuschte die Ohnmacht nur vor. Die Mädchen verstehen sich allesamt erstaunlich aufs Täuschen. So soll sie jetzt eine Ohnmacht vortäuschen? Jetzt? Warum nicht? Werde ohnmächtig. Ich... Jetzt kann ich nicht ohnmächtig werden, Herr. Du kannst nicht? Ich spüre es jetzt nicht. Ich werde euch sagen, warum. Weil jetzt keine Geister hier sind. Niemand hier im Raum ist der Hexerei beschuldigt. Gestehe. Es waren böse Geister, die dich ohnmächtig werden ließen. Ich ward ohnmächtig, weil ich glaubte, ich sehe Geister. Du glaubtest? Wie konntest du glauben, wenn du sie nicht sahst? Ich kann nicht sagen, wie es war. Aber es war so, ich hörte die anderen Mädchen schreien und ihr, euer Ehren, schient ihnen zu glauben. Und ich, am Anfang war es nur Spaß, Herr, aber dann sah ich jeder Geister und ich... Warum wahrhaftig, Herr Danforth? Ich glaubte nur, ich sehe sie, aber in Wirklichkeit sah ich sie nicht. Abigail. Ich bitte dich jetzt, prüfe dein Herz und sage mir dies. Ist es möglich, Kind, dass die Geister, die du sahst, nur ein Trugbild sind? Eine Täuschung? Ich ward verletzt, Herr Danforth. Ich sah mein Blut strömen. Ich ward jeden Tag beinahe gemordet, weil ich meine Pflicht tat und auf des Teufels Gesellen hinwies. Und das ist mein Lohn, dass ich verdächtigt, lügengestraft, verhört werd wie eine... Kind, ich verdächtige dich nicht. Hütet ihr euch, Herr Danforth? Glaubt ihr euch so stark, dass die Macht der Hölle nicht euren Sinn verwirren könnte? Hütet euch, es gibt... Oh. Oh. Was ist, Kind? Oh. Du wirst blass. Oh. Ich weiß nicht... Ein kalter Wind kam auf. Von dort her. Von ihr. Von Mary. Abby. Es geht ein Wind. Ein Wind. Ein Wind. Abby, tu das nicht. Mary, warum? Behexest du sie? Ich frage dich, sendest du deinen Geist aus? Lass mich an. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Oh, himmlischer Vater, nimm diesen Schatten hinweg. Hurra! Mörderin! Wie kannst du den Himmel anrufen? Ah!
Proktor, seid ihr von Sinnen? Lass das Mädchen los! Wie kannst du den Himmel anrufen, du Hure? Du Hure! Mann! Sie ist eine Hure! Ihr beschuldigt sie? Hört ein Modell! Gleich wird sie schreien, als wollt ihr mich damit ausspießen! Das aber werdet ihr beweisen müssen! Das lasse ich euch nicht durchgehen, Proktor, das nicht! Ich habe sie erkannt, Herr. Ich habe sie erkannt. Ihr seid ein Ehebrecher? Ein Mann wirft seinen guten Namen nicht ohne Not weg. Das wisst ihr wohl. Zu welcher Zeit habt ihr sie erkannt? An welchem Ort? An teuflischen Ort, wo meine Tiere liegen. In der letzten Nacht meines Glücks. Vor etwa 8 Monaten. Sie diente in meinem Hausherr. Der Mensch mag denken, Gott schläft. Aber Gott sieht alles, jetzt weiß ich's. Ich bitte euch, Herr. Ich bitte euch, seht sie, wie sie ist. Mein Weib. Mein liebes, gutes Weib ging kurz darauf hin und schickte dieses Mädchen aus dem Haus. Und wie Abigail ist, ein Haufen Eitelkeit, Herr. Vergebt mir, Exzellenz, vergebt mir. Sie denkt auf meines Weibes Grab mit mir zu tanzen. Und mit gutem Grund, denn ich war vernarrt in sie. Gott helf mir, ich begehrte sie. Und es ist ein Versprechen in solcher Brunst. Doch was sie jetzt anstiftet, ist die Rache einer Hure. Und das müsst ihr sehen. Ich habe mich ganz in eure Hand gegeben. Abigail, du leugnest das in jedem einzelnen Punkt. Wenn ich hierauf antworten muss, gehe ich und komme nicht wieder. Ich habe meine Ehre zur Glocke gemacht. Ich habe meinen guten Namen zu Grabe geläutet. Ihr werdet mir glauben, Herr Denforth. Mein Weib ist unschuldig. Sie hat nichts verschuldet. Nur, dass sie eine Hure mit einem einzigen Blick erkannt hat. Wenn sich mir dies bestätigt, Abigail Williams, erbarme Gott sich deiner Seele. Wir werden dein Weib befragen, Proctor. Tretet her, Frau. Nur nach mir blickt, nicht nach eurem Mann. Nur in meine Augen. Ja, Herr. Wir haben gehört, dass ihr vor einiger Zeit eure Magd Abigail Williams entlassen habt. Das ist richtig, Herr. Aus welchem Grund habt ihr sie entlassen? Ihr habt nur in meine Augen zu blicken und nicht nach eurem Mann. Nun? Sie missfiel mir, Herr, und meinem Mann auch. In welcher Weise missfiel sie euch? Sie war... Blickt mich an, Frau. War sie unordentlich? Oder träge? Euer Ehren, ich... Zu jener Zeit war ich krank und ich... Mein Mann ist ein guter und rechtschaffender Mann. Er ist nie betrunken. Er kennt nur seine Arbeit. Doch während meiner Krankheit, seht ihr, Herr, nach meinem letzten Kind war ich eine ganze Weile krank und glaubte zu bemerken, dass mein Mann sich ein wenig von mir abkehrte und das Mädchen, Abigail Williams. Was war's mit Abigail Williams? Es kam so weit, dass ich glaubte, er hätte Gefallen an ihr, und da verlor ich eines Abends den Kopf und schickte sie aus dem Haus. Euer Mann kehrte sich tatsächlich von euch ab? Mein Mann ist ein guter Mann, Herr. So kehrt er sich nicht von euch ab? Er... Blickt mich an, nicht ihn. Hat John Proctor das Verbrechen des Ehebruchs begangen? Gebt mir Antwort. Ist euer Mann ein Ehebrecher?
Nein, Herr. Sag die Wahrheit, Elisabeth. Sie hat gesprochen. Bring ihn weg, bitte. Ich hab's doch schon gestanden, Elisabeth. Ich hab's doch schon gestanden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Weib wollte nur meinen Namen schonen. Exzellenz. Herr Hill? Die Lüge der Frau ist begreiflich. Ich bitte euch, haltet jetzt ein, ehe noch ein Mensch verurteilt wird. Ich kann der Erkenntnis nicht länger ausweichen. Aus dem Zeugnis der Abigail spricht persönliche Rache. Von Anfang an erschien mir dieser Mann wahrhaftig. Bei meinem heiligen Eid glaube ich jetzt, dass er wahrhaftig ist. Elisabeth Proctor hat nichts von Ehebruch gesagt. Dieser Mann hat gelogen. Ich glaube ihm, Herr Danforth. Wenn ihr so sicher seid, Herr Hill, so wünsche ich, dass ihr eure Einsicht mit der gleichen Festigkeit vor den Mädchen wiederholt. Ich werde die Mädchen zum letzten Mal John Proctor und Mary Warren gegenüberstellen. Exzellenz, ich wiederhole hier vor dem Gericht, was ich gesagt habe. Von Anfang an erschien mir John Proctor wahrhaftig. Dies Mädchen hier aber ist falsch. Abigail lügt. Nicht doch. Geh weg. Geh weg, sag ich. Was hast du, Kind? Was siehst du oben an der Decke? Kinder, warum starrt ihr alle dort hinauf? Da! Auf den Balken! Auf den Balken! Wo? Was seht ihr? Was willst du, gelber Vogel? Wo ist ein Vogel? Ich sehe keinen Vogel. Seht ihr, Exzellenz? Still! Komm nicht herab! Oh, Mary, geh weg! Geh weg, Abby! Abby! Oh, Mary, es ist Schwarzkunst, andere Gestalt anzunehmen. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht schweigen. Es ist Gottes Werk, was ich tue. Abby, steh doch hier unten im Herrn Danforth. Oh, bitte, Mary, komm nicht herab! Ihre Klauen! Sie streuen ihre Klauen aus! Sie lügt, Exzellenz. Mary! Bitte tu mir nichts! Herr Danforth, seht ihr nicht, dass ich Abigail nichts tue? Ja, warum sieht sie dann diese Erscheinung? Sie und die anderen. Nicht sehen Sie! Abby, das darfst du nicht! Nicht sehen Sie! Abby, das darfst du nicht! Ich bin noch hier! Ich bin noch hier! Ich bin noch hier! Ich bin noch hier! Mary Warren, nimm deinen Geist aus ihnen zurück! Herr Danforth! Hast du dich dem Teufel verbunden, Mary? Sprich! Niemals! Nie! Mary. Ja, warum wiederholen Sie dann alle deine Worte? Sie spielen doch nur! Sie spielen doch nur! Abby, hör auf damit! Hör auf! Hör auf! Ruhe! Dein Geist hat sie befallen, Mary Warren. Woher kam dir diese Macht? Ich habe keine Macht. Ich habe keine Macht. Exzellenz, ihr könnt diesen Mädchen unmöglich glauben. Mary, du sahst den Teufel. Du hast einen Bund mit Luzifer geschlossen, nicht wahr? Gott verdammt, alle Lügner, Mary. Mary, du gestehst oder du wirst gehängt. Weißt du, wer ich bin? Ich sage dir, du wirst gehängt, wenn du jetzt nicht die Wahrheit sprichst. Mary, tu, was recht ist. Doch. Die Flügel! Seht ihr? Sie breitet die Flügel aus! Mary! Bitte! Leg! Leg! Sie kommt! Sie kommt herab! Herr Danforth, sie lügt. Sie lügen alle. Schweigt, Proctor! Mary, sag dem Statthalter, was Sie... Rührt mich nicht an, Herr Proctor! Rührt mich nicht an! Mary! Ihr seid ein Mann des Teufels, Herr Proctor! Mary! Ich will nicht mit euch gehängt werden! Ich lieb Gott! Ich lieb Gott! John Proctor hieß dich des Teufels Werk, du, Mary? Ja, er kam bei Nacht. Und Tag, ich soll unterschreiben, unterschreiben, unterschreiben! Meinen Namen wollte er, meinen Namen! Ich werde dich töten, sagt er, wenn mein Weib gehängt wird. Und er sagt, wir müssen hingehen und dieses Gericht stürzen. Er weckte mich jede Nacht. Die Augen wie Kohlen, die Finger wie Krallen um meinen Hals. Und ich unterschreibe! Ich unterschreibe! Exzellenz, dieses Mädchen ist nicht bei Sinn. Nein! Ich lieb Gott! Abby, Abby, ich will dir nimmer mehr ein Leid antun. Ich verzeihe dir, Mary. Proctor, ich hab eure Macht gesehen. Bekennt ihr euch von der Hölle besudelt? Ihr könnt es nicht leugnen. Was habt ihr zu sagen, Mann? Ich sag, Gott ist tot. Da hört ihr's. Das genügt. Das Feuer brennt.
Ich höre Luzifers Stelzfuß. Ich sehe sein unflätig Gesicht. Und das ist mein Gesicht. Und eure Stanforth. Denn jene, die zaudern, die Menschen der Unwissenheit zu entreißen. Wie ich zauderte. Und wie ihr jetzt zaudert. Obwohl ihr alle in eurem finstern Herzen wisst, dass dies Betrug ist. Uns straft Gott besonders. Und wir werden brennen. Gemeinsam werden wir in der Hölle brennen. Stanforth. Bitte, schaff ihn in den Kerker. Ihr reißt den Himmel nieder, Stanforth. Und erhebt eine Hure. Eine Hure! Eine Hure! Und ich zeige dies Verfahren an. Ich, John Hale, Pastor von Beverly, ich sage mich los von diesem Gericht. Guten Morgen, Exzellenz. Wann ist Pastor Hale angekommen, Jeeva? Es ging auf Mitternacht, glaube ich. Was tut er hier? Er ging bei denen herum, die heute gehängt werden, Herr. Und er betete mit ihnen. Jetzt ist er bei Rebecca Nurse. Danach will er euch sprechen, Herr. Mich sprechen? Sie sagen, er soll in Andover gepredigt haben letzte Zeit. In Andover? Ja, Herr. Und in Andover sollen sie das Gericht verjagt haben, sagen sie. Und sie wollen nichts mit Hexerei zu schaffen haben. Herr, ich sag's euch ehrlich, ich fürchte auch hier einen Aufstand. Aufstand? Bei jeder Hinrichtung habe ich einzig große Genugtuung in dieser Stadt bemerkt. Exzellenz, ich würde die Hinrichtungen eine Weile aufschieben. Mit Verlaub. Aufschub gibt es nicht. Herr Stanforth, ihr müsst sie begnadigen. Sie wollen nicht wanken. Ihr irrt, Herr Hill. Wie kann ich diese begnadigen, wenn 12 wegen des gleichen Verbrechens bereits gehängt wurden? Es wäre nicht gerecht. Rebecca Nurse will also nicht gestehen. In wenigen Minuten geht die Sonne auf. Ich brauche mehr Zeit, um sie zu einem Geständnis zu bewegen. Gebt Exzellenz. Euch nicht länger falschen Hoffnungen hin. Ich nehme kein einziges Gesuch um Begnadigung oder Aufschub an. Wer nicht gesteht, wird gehängt. Die Stadt erwartet, dass sie heute in der Frühe stirbt. Ein Aufschub jetzt würde ausgelegt werden, als ob ich schwankte. Exzellenz, wenn ihr eine Woche Aufschub gewährt und der Stadt bekannt gebt, dass ihr um ein Geständnis von Rebecca Nurse ringt, so bedeutet das Gnade von eurer Seite. Nicht schwanken. Herr Hehl, da Gott mir nicht gleich Josua die Macht verlieh, der Sonne Stillstand zu gebieten, kann ich die Vollstreckung ihrer Strafe nicht aufhalten. Wenn ihr glaubt, Gott wolle, dass ihr Aufstand anstiftet, so irrt ihr, Herr Stanforth. Ihr hört denn in der Stadt von Aufstand reden? Exzellenz, Waisen wandern von Haus zu Haus. Verlassenes Vieh brüllt auf den Straßen. Faulendes Getreide verpestet die Luft. Und niemand ist sicher, wann der Dirnenschrei sein Leben fordert. Und ihr wundert euch, wenn von Aufstand geredet wird? Wundert euch lieber, dass ihr eure Provinz nicht niederbrennen. Ich verstehe euch nicht, Herr Hill. Wozu kamt ihr hierher zurück? Wozu? Sehr einfach, das Teufelswerk zu tun. Christen zu raten, sich selber zu verleumden. Herr Hill! Auf meinem Haupt ist Blut. Seht ihr nicht, dass auf meinem Haupt Blut ist? Befasst euch jetzt und helft mir, wie ihr es als Pastor müsst. Habt ihr auch mit Proctor gesprochen? Nein, er ist im Verlies. Jeeva? Ja, Herr? Was ist mit Proctor? Er hockt da wie ein großer Vogel. Ist er immer noch verhärtet? Hat er wieder nach euch geschlagen? Das kann er nicht, Herr. Jetzt ist er an die Mauer gekettet. Hm. Sein Weib muss mit ihrer Schwangerschaft recht voran sein. Ja, Herr. Wir wollen die beiden noch einmal einander gegenüberstellen. Elisabeth Proctor, euer Mann soll heute in der Frühe zur Hinrichtung gehen. Ich hab's gehört. Elisabeth Proctor. Lasst mich mit ihr reden, Herr Stanforth. Elisabeth Proctor, ihr wisst, dass ich nicht dem Gericht zugehöre. Ich bin aus eigenem Antrieb hier. Ich möchte das Leben eures Mannes retten. Denn wenn er stirbt, fühle ich mich als seinen Mörder. Versteht ihr das? Was wollt ihr von mir? Elisabeth Proctor,
Ich bin nach dem Vorbild unseres Herrn diese 3 Monate in die Wüste gegangen. Ich habe nach einem christlichen Weg gesucht, denn doppelte Verdammnis trifft einen Gottesdiener, wenn er die Menschen zur Lüge anhält. Darum sage ich euch, verkennt nicht eure Pflicht, wie ich die meine verkannt habe. Ich kam in diese Stadt gleich einem Bräutigam zu seiner Geliebten, beladen mit den hohen Gütern der Religion, und wo ich das Auge meines festen Glaubens hinwandte, da ist Blut geflossen. Hütet euch, Elisabeth Proctor. Haltet an keinem Glauben fest, wenn dieser Glaube Blut vergießt. Ich bitte euch, Frau, wirkt auf euren Mann ein, dass er gesteht. Er verkennt das Recht, wenn er sich opfern will. Lasst ihn die Lüge sagen, die ihn rettet. Ich glaube, dies ist des Teufels Stimme. Frau, vor Gottes Recht sind wir alle wie das Vieh. Wir vermögen seinen Willen nicht zu lesen. Ich kann nicht mit euch streiten, Herr. Mir fehlt die Gelehrsamkeit dazu. Elisabeth Proctor, wir riefen euch nicht her, gelehrt zu streiten. Ist keine Weibesliebe in euch? Er wird bei Sonnenaufgang sterben. Euer Mann, begreift ihr das? Seid ihr aus Stein? Hätte ich kein ander Zeugnis eures unnatürlichen Lebens, so genügten diese eure trockenen Augen zum Beweis, dass ihr eure Seele der Hölle hingabt. Selbst ein Unmensch weinte bei diesem Jammer. Hat der Teufel euch jede Träne des Mitleids versiegen lassen? Ich will mit ihm reden, Herr. Cheever, holt ihn her. Und lasst sie miteinander allein, Exzellenz. John. Elisabeth. Das Kind? Es wächst. Und die Buben? Sie sind wohlauf. Samuel Nurse hütet sie gut. Du hast sie nicht gesehen. Nein. Du bist ein Wunder, Elisabeth. Sie haben dich gefoltert? Ja. Jetzt kommen sie um mein Leben. Ja, ich weiß es. Keiner gestand bisher? Viele sollen gestanden haben, 100 oder mehr. Rebecca auch? Nein, Rebecca nicht. Und Giles? Giles ist tot. Tot? Wann war er gehängt? Er ward nicht gehängt. Wie starb er denn? Sie legten ihm schwere Steine auf die Brust, bis er ja oder nein sagte. Es heißt, dass er nur 2 Worte sagte. Mehr Steine, sagte er, und starb. Mehr Steine? Ich habe daran gedacht, zu gestehen, Elisabeth. Was meinst du? Ich kann dich nicht richten, John. Was willst du, dass ich tue? Wie du es willst, will ich's. Ich wünsche, dass du lebst, John. Ich kann nicht wie ein Heiliger aufs Schafott steigen. Es ist Betrug. Ich bin nicht der Mensch dazu. Meine Ehrlichkeit ist dahin, Elisabeth. Ich bin kein guter Mensch. Nichts wird durch diese Lüge verdorben, das nicht lang zuvor verdorben war. Und doch hast du bisher nicht gestanden. Du bist gut. Nein, nein, ich schweig nur aus Trotz. Es ist schwer, Hunden eine Lüge einzuräumen.
Ich möchte deine Vergebung, Elisabeth. Ich hab dir nichts zu vergeben, John. Ich wollte, dass du ein wenig Ehrlichkeit darin siehst. Die Nilogen, die mögen jetzt sterben, um ihre Seelen reinzuhalten. Bei mir ist's Vortäuschung, Elisabeth. Eitelkeit. Sie wird Gott nicht blenden und meine Kinder nicht vor Unbill bewahren. John, es nutzt nichts, dass ich dir vergib, wenn du dir selber nicht vergibst. Es geht nicht um meine Seele, John, um deine geht's. Nur dessen sei gewiss, denn ich weiß es jetzt. Was du auch tust, ein guter Mensch tut es. Ich habe in diesen 3 Monaten mein Herz geprüft, John. Ich habe mehr eigene Sünden zuzuzählen. Es braucht ein kaltes Weib, um Treue herbeizuführen. Nee, sprich nicht so. Es wäre besser, du kenntest mich ganz. Ich will es nicht hören, ich kenne dich. Du nimmst meine Sünden auf dich, John. Nein, meine eigenen Sünden, meine eigenen. John, ich habe immer geglaubt, ich sei so einfach, so dürftig von Gestalt, dass keine ehrliche Liebe mir gelten konnte. Misstrauen küsste dich, wenn ich dich küsste. Nie verstand ich, meiner Liebe Worte zu geben. Ein kaltes Heim war es, das ich dir bot. Elisabeth! Nun, Proctor, Sie schicken mich. Gleich wird die Sonne aufgehen. Nun, habt ihr euch besonnen? Tu, wie du willst. Doch lass niemand Richter über dich sein. Kein höherer Richter unter dem Himmel als Proctor selber. Vergib mir, John, vergib mir. Ich habe noch keine solche Güte in der Welt gekannt wie die deine. Ich will mein Leben. Ihr wollt gestehen? Ich will mein Leben haben. Gott sei gelobt. Das ist deine Vorsehung. Er will gestehen. Proctor will gestehen. Er will gestehen. Warum brüllt er es so heraus? Elisabeth, es ist schlecht, nicht wahr? Es ist schlecht. Ich kann dich nicht richten, John. Ich kann nicht. Wer also richtet mich? Herr Gott im Himmel, wer ist John Proctor? Wer ist John Proctor? Ich glaube, dass es ehrlich ist. Ich glaub's. Ich bin kein Heiliger. Rebecca mag als Heilige gelten. Bei mir ist Betrug. Ich bin nicht dein Richter. Ich kann's nicht sein. Tu, was du willst. Tu, was du willst. Gäbst du dich zu so einer Lüge her? Sprich, gäbst du dich je dazu her? Du tätst es nicht. Und wenn Feuerzungen auf dich einredeten, du tätst es nicht. Es ist schlecht, es ist schlecht, es ist schlecht. Und ich tu's. Ich tu's. Ich tu's. Dank sei dem Herrn. Dank sei dem Herrn. Der Himmel wird euch hierfür segnen. Seid ihr bereit, Schieber? Ja, Exzellenz. Warum müsst ihr es schreiben? Zur rechten Unterweisung der Stadt, Mann. Es wird an der Kirchentür angeschlagen. Echiva schreibt. Proctor, saht ihr in eurem Leben den Teufel? Vorwärts, Mann. Der Himmel wird hell. Die Stadt wartet am Schafott. Saht ihr den Teufel? Ja. Hieß er euch sein Werk auf Erden tun? Ja. Gut. Bringt Rebecca Nurse herein, Schieber. Rebecca Nurse? Rebecca? Tritt hier heran, Rebecca Nurse. Nun, Proctor, saht ihr, wenn der Teufel zu euch kam, Rebecca Nurse in seiner Gesellschaft? Magst nicht sterben, Proctor.
kann's verstehen, bist noch jung. Vorwärts, Mann. Fasst euch ein Herz. Seid ihr sie mit dem Teufel? Nein. Proctor, ihr missversteht mich. Ich bin nicht ermächtigt, euer Leben gegen eine Lüge einzuhandeln. Ganz gewiss habt ihr Rebecca mit dem Teufel gesehen. Proctor, 20 Personen haben das bereits bezeugt. So ist's bewiesen. Warum muss ich's noch sagen? Muss? Ihr solltet es mit Freuden sagen, wenn dadurch eure Seele von aller Liebe zur Hölle gereinigt wird. Rebecca will als Heilige sterben. Ich mag ihren guten Namen nicht schänden. Proctor, ihr denkt, dass sie als Heilige stirbt? Diese alte Frau hat nie daran gedacht, das Teufelswerk zu tun. Ich gestehe meine eigenen Sünden. Ich kann keinen anderen richten. Ich habe keine Zunge dafür. Exzellenz, mit seinem Geständnis ist es genug. Lasst ihn unterscheiden. Die Sonne ist herauf, Exzellenz. Also vorwärts. Unterschreibt eure Aussage. Unterschreiben? Ihr wart alle Zeuge, was ich gesagt habe. Genug damit. Ihr unterschreibt das Protokoll oder es ist kein Geständnis, Mann. Gib her. Er hat unterschrieben. Der Herr sei gepriesen. Gebt das Schriftstück her, Proctor. Nein! Proctor, ich muss es haben. Nein, nein! Ich hab's unterschrieben, ihr habt's gesehen. Nun ist's zu Ende. Ihr braucht es nicht. Die Stadt muss den Beweis haben. Der Teufel holt die Stadt. Ich gestehe Gott. Und Gott hat meinen Namen auf diesem Dokument gesehen. Es ist genug. Ihr wolltet meine Seele retten, nicht wahr? Ich hab gestanden. Ihr habt nicht gestanden. Ich hab gestanden. Gott braucht meinen Namen nicht an die Kirchentür genagelt. Proctor! Ich hab 3 Kinder. Wie soll ich sie lehren, aufrecht auf Erden zu wandeln, wenn ich meine Freunde verriet? Ihr habt eure Freunde nicht verraten. Täuscht mich nicht. Ich verleumde sie allesamt. Wenn dies an die Kirche genagelt wird, am gleichen Tag, dass sie gehängt werden, weil sie schwiegen. Proctor, ich brauche einen rechtsgültigen Beweis. Ihr seid das höchste Gericht. Euer Wort ist gut genug. Sagt ihnen, dass ich gestand. Sagt, John Proctor brach in die Knie und weinte wie ein Weib. Sagt, was ihr wollt. Aber mein Name kann nicht. Wollt ihr etwa dies Geständnis wieder ableugnen, wenn ihr frei seid? Nichts will ich ableugnen. So gebt mir eine Erklärung, Proctor, warum... Weil es mein Name ist! Weil ich ihn mein Leben lang tragen muss. Weil ich lüge und mich selber der Lüge zeige. Weil ich mit dem Staub an den Füßen derer wert bin, die in den Tod gehen. Wie soll ich ohne meinen Namen leben? Ich gab euch meine Seele. Lasst mir meinen Namen. Ihr legt euer ehrliches Geständnis in meine Hand, oder ich kann euch nicht vorm Strang bewahren. Welchen Weg wählt ihr, Mann? Diesen. Proctor, ihr zerreißt euer Geständnis. Mann, ihr werdet sterben. Das könnt ihr doch nicht tun. Ich kann. Und das ist euer erstes und einziges Wunder, dass ich kann. Jetzt hat er ein Zauberkunststück vollbracht. Denn jetzt meine ich wirklich einen Fetzen Gutheit in John Proctor zu sehen. Nicht genug, einen Banner draus zu machen, doch weiß genug, John Proctor vor solchen Hunden zu bewahren. John? Schenke ihnen keine Träne, Elisabeth. Tränen ergötzen sie. Jetzt zeig Würde. Zeig ein steinern Herz. Und vertilg sie damit. Fürchte nichts. Ein anderes Gericht erwartet uns alle. Leb wohl. Hängt ihn hoch über die Stadt. Wer um diesen weint, weint um Verderbnis. Führt ihn ab.
Macht ihm nach, Elisabeth Proctor. Um Gottes Willen. Noch ist es Zeit. Lauft ihm nach, sie hängen ihn. Redet ihm zu. Es ist sein Stolz, es ist seine Eitelkeit, die ihn umbringt. Frau, ich lieg vor euch auf den Knien. Helft ihm. Was soll's denn nützen, wenn er stirbt? Soll der Staub ihn preisen? Sollen die Würmer seine Wahrheit kundtun? Geht ihm nach, nehmt ihm seine Scham. Frau, geht vom Fenster weg! Er hat jetzt seine Gutheit